Okay, ihr seid also beide gerade 18 geworden, ne? Dann bitte Hallo. einmal freimachen. Du möchtest also berühmt werden, Ich ne? möchte eine große Schaft werden. Hallo liebe Freunde, hier ist der Andreas und der Thomas. Und heute gibt es wieder eine neue Folge Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Berühmte letzte Worte eines Fallschirmspringers. Immer diese scheiß Motten. Furze, wenn dich Leute umarmen. Das gibt ihnen das Gefühl, stark zu sein. Ich lese gerade, dass in Dortmund alle 13 Sekunden jemand ausgeraubt wird. Der arme Kerl. Was sind gemischte Gefühle? Wenn deine Schwiegermutter rückwärts mit deinem neuen BMW auf eine steile Klippe zufährt. Die Nachbarskinder wollen, dass ich bei einer Wasserschlacht mitmache. Ich ziehe mich nur schnell um und sobald das Wasser kocht, kann es langsam losgehen. Ich glaube, es kommt mir so vor, als hätte ich den in Folge 1 Witz 1 schon mal gehört. Aber er ist anders geschrieben. Der nächste Kiosk ist 500 Meter von unserer Wohnung entfernt. Der Mensch geht im Durchschnitt mit einer Geschwindigkeit von 3,6 km/h. Warum braucht mein Vater jetzt schon 15 Jahre, um Zigaretten zu holen? Mein Kollege schrieb mir, die Polizei hat mich festgenommen. Jetzt weiß ich nicht, ob er in Wirklichkeit schreckliche Schwierigkeiten steckt oder ein Rechtschreibproblem hat. Kollege erzählt mir neulich am Telefon, dass er immer weint, wenn er ganz tief geliebt wird. Ich dachte, was für ein Weichei. Dann fiel mir aber wieder ein, dass er im Gefängnis ist. Was kann man einem Kind, das keine Arme hat, zu Weihnachten schenken? Nichts, es kriegt ja das Geschenk nicht auf. Die kleine Paula findet einen Marienkäfer. Na, du kleines Marienkäferchen, du bist aber drollig. Bist du ganz alleine? Wo sind denn deine Eltern? Leben sie vielleicht nicht mehr? Möchtest du sie im Himmel wiedersehen? Quetsch. Und da sehe ich wieder diese Lea, die in ihrem Büro sitzt mit der Kippe im Maul. Was hat ein Mann ohne Beine? Einen dreckigen Popo. Und da, weißt du, dann schreibt sie Popo. Wenn man ein Reh anfährt und es sich halbiert, ist es dann halb so wild? Ich habe dir Schokoplätzchen gebacken. Es ist eine Entschuldigung dafür, dass ich ein Auto in Brand gesteckt habe. Was hast du gemacht? Dir Schokoplätzchen gebacken. Echt nur Opfer bei mir auf der Arbeit. Karl-Heinz, 57, Unfallchirurg. Oma beim Arzt. Schauen Sie mal, ich habe da so eine Verhärtung unter meiner Brust, sagt der Arzt. Keine Sorge, das ist Ihre Kniescheibe. Schatz, wir müssen warten, bis das Baby weint. Warum denn das? Ich weiß nicht, wo ich es hingelegt habe. Mami, ich mag meinen Bruder nicht mehr. Iss einfach weiter. Kontaktanzeige. Sechsfache Witwe sucht vertrauensvollen Ehemann. Hobbys. Sammeln von Pilzen im Wald. Kochen. Doktor, ich verschreibe Ihnen Moorbäder, Patient. Und das hilft bei meiner tödlichen Krankheit? Doktor, nein. Aber Sie gewöhnen sich schon mal an die feuchte Erde. Das Problem war hier, dass sie geschrieben hat, Doktor, ich verschreibe Ihnen Moorbäder und dann ein Fragezeichen gemacht hat. Das wird mich ein bisschen verwirrt. Sie kriegt da aber Geld für? Sie kriegt da Geld für. Ich kriege hierfür kein Geld. Ich sah so zwei Typen im Partnerlook. Ich fragte die, ob sie schwul seien. Dann haben sie mich verhaftet. Ich habe es mir zu meiner Mission gemacht, Armut zu bekämpfen. Peter, 36, fängt die ganze Zeit Schlägereien mit Obdachlosen an. Der Vater meiner Freundin sagte mir gerade, dass er nicht will, dass wir miteinander schlafen. Schade, ich fand ihn eigentlich ganz süß. Ich finde es super, wie konzentriert Sie heute bei der Arbeit sind. Ich war gestern saufen und versuche nicht zu kotzen. Das, glaube ich, Martin mal geschickt hat, von wegen so den Tagesvollste-Pokal überreichen. Ich, wenn ich aufstehe, um zu kotzen. Dann bin ich so. Genau. Ich bin eigentlich nur aufgestanden, um zu kotzen. Mandarinen sind wie Gras. Man riecht sie überall, aber findet nie den Konsumenten. Flirten kann ich. Kommst du noch mit hoch? Auf einen Kaffee oder mehr? Zwei Kaffee? Bist du bescheuert? Da leckt man einmal das Messer ab und alle schauen komisch. Jens, 32, Chirurg. Mit Tzatziki essen kannst du flirten vergessen. Satz des Pythagoras. Ist der Platz da frei? Möchten Sie sich setzen? Nein, aber Nils, mein unsichtbares Nilpferd, möchte da gerne seine Handtasche ablegen. Das ist so ein Witz, den kann dir ein Minion auf Facebook erzählen und meine Oma teilt das. Schau mal, die Mangos sind im Angebot. Dann können wir gleich zwei bei uns vergammeln lassen. Hey Süße, hast du Durchfall? Was? Nein! Wärst du dann bereit für was Festes? Ich habe keinen Bock mehr. Ziege, 12, verwitwet. Immer wenn du ein halbes Hähnchen isst, teilst du dein Essen mit einem geheimnisvollen Fremden. Berufe raten in der Steinzeit. Bist du Jäger? Nein. Sammler? Verdammt! Frauenarzttermin und Date auf einen Tag gelegt. Einmal rasiert, zweimal kassiert. Oh Mann, dein BH passt nicht zu deinem Höschen. Jetzt will ich nicht mehr mit dir schlafen. Sie sagte, sie will 30 cm und es soll wehtun. Also holte ich mein Lineal und schlug sie damit. Sag mal, Schatz, wie gefallen dir eigentlich meine Beine? Offen gestanden schön.
Einen Dreier zu schieben ist schwerer als gedacht. Ali, 21, hat keinen Sprit mehr. Was ist grün und sitzt auf der Toilette? Ein Kaktus. Was fängt mit Bau an und endet mit Schnabel? Ein Baumfalkenschnabel. Wie nennt man eine Hexe in der Wüste? Sandwich. Was sagt ein Pirat, wenn er trockenes Gras sieht? Ahoi. Was ist das Wichtigste bei einem Schweißausbruch? Na, das Weh. Was kostet die Angel? 19,99. Das ist aber günstig. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Oh, das kriegst du als Antwort, wenn du Alexa fragst, erzähl mir einen schlechten Witz. Toll, Andi, jetzt gehen bei meinen Zuschauern die ganzen Alexas wieder los. Alexa, stell den Wecker auf 4 Uhr morgens. Was ist der Unterschied zwischen einem Terrorcamp und einer Schule? Keine Ahnung. Ich fliege nur die Drohnen. Klopf, klopf. Wer da? Der Pilot. Lass mich ins verdammte Cockpit rein. Warum gibt es in Frankreich so viele Alleen? Der deutsche Soldat marschiert nicht gerne in der Sonne. Papa, was ist das? Das ist mein Penis. Krieg ich das später auch nochmal? Nein, das kriegst du jetzt. Oh. Oh. Was ist der Unterschied zwischen Akne und einem Priester? Akne wartet wenigstens 13 Jahre, bis er auf deinem Gesicht kommt. Und das war lustige Witze für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wie traurig er guckt. Thomas ist traurig. Mein Finger hat auch da gesagt, lass uns jetzt richtig krachen, Mädels. Genau das. So hat Thomas gerade geguckt. Gebt einen Daumen nach oben. Und teilt dieses Video in eurer WhatsApp-Story. Und wenn ihr mich bei Patreon unterstützen wollt, lasst 1 Euro. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier YouTube. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier YouTube. Daumen hoch und like und abonnier YouTuber.